Ihr wollt wissen, wie Akan die ganze Teams auseinandernimmt? Dann ist das hier genau das Richtige. Und damit willkommen zum 23. Moveset, vorgestellt von mir. Hallo, wer mich nicht kennt, ich bin der Present LP. Und jetzt kennen mich alle, wow. Okay, gut. Wir werden euch heute, oder ich meine ich natürlich, werde euch heute Akani vorstellen, welches aus der ersten Generation kommt und vom Typen Feuer ist. Wer das noch nicht wusste, jetzt seid ihr bereichert fürs Leben. Und Akani besitzt drei Fähigkeiten. Einmal haben wir Feuerfänger, Bedroher und die versteckte Fähigkeit Redlichkeit. Wer diese ganzen Fähigkeiten nicht kennt, dem erkläre ich das einmal ganz kurz. Und zwar haben wir einmal Feuerfänger, welche die Feuerattacken von Akani verstärkt, wenn es von einer Attacke vom Typ Feuer getroffen wird. Dann Bedroher, welches den Angriff vom Gegner senkt. Und die versteckte Fähigkeit Redlichkeit, welche den Angriff um eine Stufe boostet, sobald Akani von einer Attacke vom Typ Unlicht getroffen wurde. Und dann schauen wir uns einmal auch die Base-Werte von Akani an. Einmal haben wir einen Base-KP-Wert von 90, einen physischen Angriffswert von 110. Verteidigung sowie Spezialverteidigung betragen beide 80. Der Spezialangriff ist 100, somit auch relativ gut als spezieller Attacker. Und die Initiative beträgt 95. Also, ja, nicht die höchste Initiative, aber es lässt sich auch sehr, sehr gut als Scarfer spielen. Akani besitzt drei Schwächen, einmal Wasser, dann Boden und Gestein. Alle drei Typen sieht man sehr gerne im Competitive Play, aber dennoch kann man relativ gut das handeln, wenn man einen guten Core hat, und somit lässt sich Akani sehr, sehr gut im Yu-Yu-Meta spielen. Und wer es vielleicht weiß, Akani kann man sehr variabel spielen, über physisch, defensiv zu speziell offensiv. Und da die meisten die ganzen Standard-Movesets von Akani kennen, wie das Walband-Set oder wie gesagt das physisch-defensive, möchte ich euch ein ganz besonderes Moveset vorstellen. Das ist das Mix-Akani-Set. Dieses Moveset beinhaltet folgende Attacken: einmal den Hitzecaller, dann den Turbo-Tempo, Flammenblitz und Nahkampf. Erstmal zu den Attacken, wieso denn das Ganze? Wir wollen hier ein Mix-Set spielen, weil man kennt ja vielleicht das Yu-Yu-Meta, da hat man einige Starttypen, wie zum Beispiel Forsaker, welche natürlich von einem Flammenblitz ge-O-Code werden. Aber was der Vorteil daran ist, dass man dann den ganzen Recoil dadurch nicht bekommt. Man hat ja durch Flammenblitz ein Drittel des Schadens Recoil, dann auch gerne mal den Beulenhelm. Und so macht man den Hitzekoller, hat zwar minus 2 Spezialangriff, bekommt aber sehr viel Schaden raus und es reicht dann auch für ein Oko, beziehungsweise bringt es das Forsaker auf die Robustheit runter. Und auch im OU-Meter gibt es ja Pokémon wie Tentantel und Panzeraeron, die man sehr, sehr gerne sieht, und dafür ist der Hitzekoller auch sehr, sehr gut, weswegen ich dieses Set sehr gerne spiele. Und Turbo-Tempo ist ganz klar, wir wollen eine Priorität, damit haben wir eine Plus-2-Priorität, also ist es auch sehr, sehr vorteilhaft. Dann kann man nochmal den Flammenblitz als zweiten Step nehmen, man kann aber auch für Wassertypen den Stromstoß nehmen, das bleibt euch überlassen. Und dann zu guter Letzt haben wir den Nahkampf, weil der Nahkampf ist immer eine sehr gute Coverage-Attacke auf Akani, weil man so gut Gesteins-Pokémon treffen kann und somit haben wir auch nochmal eine schöne Coverage. Dann kommen wir auch direkt zu den EVs, die werden wie folgt verteilt: einmal 252 in den Angriff, 252 in die Initiative und 4 in den Spezialangriff. Dann spielen wir Akani mit einem hastigen Wesen, welches die Init um 10% boostet und die Verteidigung um 10% verringert, mit dem Item Lebenorb und der Fähigkeit Bedroher. Wir spielen hier ein hastiges Wesen, weil wir durch den Bedroher den Angriff vom Gegner senken und somit die physische Verteidigung nicht mehr so stark gebraucht wird, und deswegen können wir hier das hastige Wesen spielen, was sich wirklich sehr gut eignet. Mit dem Bedroher können wir dann die ganzen physischen Pokémon vom Feld bezwingen, denn der physische Angriff ist sehr wichtig, und wenn der bei minus 1 liegt, dann wechseln die Gegner meistens aus, und somit kann man Akani sehr, sehr gut spielen. Durch dieses Mix-Set lässt es sich halt auch relativ, ja, sauber spielen, ohne jetzt wirklich immer viel Recoil zu bekommen durch Flammenblitz und Beulenhelm. Weswegen ich euch dieses Moveset echt ans Herz lege. Natürlich könnt ihr auch weiterhin das Walband-Set oder das Physisch-Defensive spielen. Oder speziell Offensive, falls euch das gefällt, ist euch überlassen, falls ihr überhaupt Akani spielen wollt. Aber genau deswegen habe ich für euch etwas parat, und zwar ein kleines Gewinnspiel. Denn ich habe 5 Fukanos Carlos Brett für euch parat. Und was ihr einfach nur machen müsst, einfach einen Kommentar hier schreiben, irgendwas Konstruktives, irgendwas Schönes, irgendwas halt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Also zum Beispiel, wieso ihr dieses Akani oder dieses Fukano haben wollt, oder
irgendwas über euer Leben, eine Geschichte, egal. Hauptsache es ist ein Kommentar, wo ich mir denke, okay, der hat sich Mühe gegeben und die werden dann belohnt, in Anführungszeichen. Und in 2 Tagen, also am 25. werden die Gewinner dann feststehen. Ihr werdet dann einfach mal in die Kommentare schauen müssen in 2 Tagen, am besten so gegen den Abend rum und einfach mal da schauen. Da habe ich einen Kommentar geschrieben mit den Gewinnern und ich werde die dann auch persönlich nochmal benachrichtigen und das dann über Skype oder so klären. Und ja, das war's dann auch schon von meinem Moveset. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde Razer sich, denke ich mal, oder ich genauso, über eine positive Bewertung freuen. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, dann sind Kommentare sehr gern gesehen. Und das war's dann von diesem Video. Bis dann und ciao.